Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Frank the Tank von Streetlights.de und Roller.com. Ja Freunde, heute habe ich leider gar keine Zeit gehabt für ein Video, aber ich bin hier extra nochmal zur Firma gefahren, weil ich ja gesagt habe, jeden Tag ein Video bei YouTube und sei es noch so kurz. Ja, ich mache auf jeden Fall jetzt hier heute noch den First One mit euch, eben ganz schnell. Ich habe hier eben die Batterie noch angeschlossen. Ich habe den Luftfilter noch montiert. Viele haben gefragt, hör mal, kann ich eigentlich den originalen Luftfilterkasten weiterfahren beim 19er Vergaser? Ja, kannst du, siehst du, habe ich hier montiert. Funktioniert wunderbar. Wenn man das schwarze Plastikstück drauf lässt, dann kann man das Ganze hier oben auch fest montieren. Gut, was haben wir jetzt hier verbaut? Wir haben hier einmal eine Malossi-Membrane verbaut, R- und D-Kurbelwelle. Der Antrieb ist komplett original, außer dass wir Kupplungsfedern auf Rot vom Malossi gewechselt haben. In dem Fall sind die hier noch drauf auf die Kupplung, die ich eingebaut habe. Und wir haben hier wieder die 4 Gramm Gewichte wie aus dem Jog eingebaut. Des Weiteren 2 Extreme, 70 Kubik, Kurbelwelle habe ich erwähnt, 19er Delorte-Vergaser. Und ansonsten haben wir natürlich noch den Yasuni C16. Kunde hat sich 10 PS gewünscht. Ich würde sagen, ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich schmeiße jetzt die Absauganlage an, drehe die Kamera auf den Monitor und bitte, bitte, hier ist noch nichts fein abgestimmt. Wir gucken jetzt einfach, was sagt die Kurve, haben wir überhaupt die Leistung, kommen wir da überhaupt ansatzweise hin oder endet das Ganze hier in einem 8 PS Fiasko. 10 PS muss ein 2 Extreme Minimum bringen, das ist meine Garantie und ich bin gespannt, was haben wir. Wir schmeißen den Prüfstand an. I'm sorry.